Erst kurz vor dem Testspiel bei der SG Holstein-Stamm-Zrinski kehrten die Kickers am Mittwoch aus ihrem dreitägigen Kurztrainingslager zurück. Die Arbeit mit dem Ball war in Thüringen kein Thema. Drei anspruchsvolle Tage, richtig gepowert haben die Jungs. Es war ausschließlich Laufen, aber auch sehr abwechslungsreiches Laufen. Wir sind gestern 18 Kilometer durch den Wald gelaufen mit verschiedenen Aufgaben, mit verschiedenen Spielen. Dann stand noch Kanufahren auf dem Programm. Was hatten wir noch? Radfahren war dabei. Wir saßen gestern an einem Lagerfeuer. Also es waren insgesamt sehr drei intensive, sehr, sehr schöne, kraftraubende, aber auch sehr teambildende Einheiten. Das bringt einen als Team weiter, wenn man auch mal in Zelten schläft, wo man wie mit 14 im Klassenaufzug war. Und ja, das bringt einen auf jeden Fall weiter. Vom Trainingslager ging es am Mittwoch direkt ins Sportzentrum Martinsee. Beim A-Ligisten brachte Alexandros Theodosiadis den UFC nach 18 Minuten in Führung. Es folgten bis zur Pause durch Philipp Fleiche und Steven van der Burg zwei weitere Tore. Insgesamt merkte man im UFC aber die schweren Beine nach dem harten Trainingslager an. Ja, durchwachsen. Also es ist natürlich schwer, weil man aus einem dreitägigen Lauftrainingslager kommt, dass man da nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Aber ja, Heusenstamm war natürlich sehr motiviert, aber wir haben es am Ende dann doch halbwegs ordentlich gelöst. Ein Foul an Neuzugang Gabriel Gallus im Strafraum hatte nach der Pause den vierten Offenbacher Treffer zur Folge. Insgesamt legten die Kickers in der zweiten Hälfte noch 6 Tore nach, drei davon fielen durch Foulelfmeter. Erfolgreichster Kickers-Torschütze war Christian Zappek mit 3 Treffern. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als nach der Insolvenz fast der komplette Kader neu zusammengestellt wurde, gibt es diesmal beim UFC nur wenige Änderungen. Das macht es natürlich einfacher. Wir kennen uns jetzt schon die meisten ein Jahr mindestens. Und ja, doch, das merkt man schon, denke ich. Ja, man kennt sich, ne? Also man kennt sich jetzt mittlerweile, wo läuft der eine hin, wo spielt der andere her? Auch hin. Deshalb macht es vieles einfacher. Aber wir sind noch lange nicht dahin oder da, wo wir sein wollen. Aber wir wollen besser abschneiden als letztes Jahr. Oder ja, platzierungsmäßig, punktemäßig. Und wir schauen, was geht und wir geben alles, um vielleicht das ganz, ganz große Ding zu erreichen. Bereits am Donnerstag steht um 19 Uhr ein weiteres Testspiel beim A-Ligisten FV Obertshausen auf dem Programm. Nach dem Heusenstamm-Spiel zogen sowohl der Heim- als auch der Gästetrainer ein überwiegend positives Fazit. Vom Läuferischen her, von der Einstellung her, war es richtig gut. Nach zwei Einheiten, die wir nur machen konnten, eine komplett neue Mannschaftszusammenstellung. Es war ein langer Tag. Wir sind ja seit 6.30 Uhr sind der Ersten schon unterwegs gewesen und mussten Aufgaben abarbeiten. Und dann mitten vormittags nochmal eine Kombi-Aktion, Kajak und Mountainbike, sehr anspruchsvolles Profil. Dann eine lange Busfahrt dazu gehabt, jetzt 4 Stunden gefahren. Das hat man sicherlich auch gemerkt. Zähflüssig in der ersten Halbzeit, hier und dort auch das Leben uns selbst schwer gemacht. Schlussendlich haben wir jetzt dann noch hier für klare Runden gesorgt.